Mich würde ja interessieren, was diese nicht verfügbaren Sachen hier noch sind. Mal erstmal gucken. Was? Und was mit Tagebuch? Sieg. Irgendwo da hinten ist. Da die Tür offen. Hallo? Ist jemand hier? Bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt rein will. Na toll. Natürlich wollen wir da rein. Ja, haben wir eine Fackel. Immer schön reingehüpft da. Eine Leiter. Drücken Sie umschalten, um runterzusteigen. Aha. Na toll, hier kommen wir doch nicht wieder raus. Umschalten zum Loslassen. Stand nicht da, haben wir aber geschafft. Wieder so eine Wandbemalung. Na toll. Da geht nicht. Ich wäre jetzt drüber geklettert, aber das geht natürlich auch. Was mache ich bloß? Was ist das denn? Da hat einer die Tage gezählt, oder? War das vielleicht der Typ, den wir da zurückgelassen haben? Oh Gott, das ist verrückt. Da liegt eine Kiste. Now one leaves. Ach du Gott. Mal die Kiste an. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Untersuche um versteckte Informationen zu. Halten Sie rechte um den Kamerawinkel an. Die Kinder versteckten Hinweis. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Das ist aber schön, dass sie das vorliest. Spuren waren. Warum das adlige Abstammung sein? Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt. Die Ninja-Maske. Aha. Ja, richtig viel. Da sollen wir hin. Ich glaube, wir suchen erstmal die Kiste hier. Das war's. Und jetzt ist sie weg. Und da sollen wir rein. Wir sind natürlich doof. Wir probieren das. Die geht natürlich nicht. Ich brauche was zum Aufstemmen. Ach so, wir müssen da. So, hier können wir wieder entzünden, ne? Ach du Kacke. Ja, genau. Ach, das zum Aufstemmen.
dachte, hier war die. Hat. Drücken Sie mehrmals X zum Aufstammen. Ich meine, wir hätten ja auch rechts wieder vorbeigehen können, ne? Aber das wäre ja zu einfach. Wollten bloß schon mal üben. So. Eigentlich will ich hier gar nicht lang. Vor allen Dingen, warum war da auf einmal die Tür offen? Das ist schon mal eine Leine. Da ist ein Bild von Wölfen. Ich glaube aber noch nicht, dass wir hier jetzt so einfach wieder rauskommen. Eigentlich da oben. Fackel löschen, umschalten, um Fackel auszumachen. Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Das ist ein Video. Bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Was? Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren entschuldigen Sie. Ketten ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Das sind Kannibalen, würde ich sagen. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Oh. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Reicht doch. Schlafen wir erstmal ein. Erstmal ein schönes Nickerchen, dann sind sie alle wieder weg. Sam. Matthias? Sam! Sam! Warum sind die jetzt weg? Wo sind die bitte hin? Ja, wer legt denn da so eine Bärenfalle? So, kann ich hier was drücken? Aber jetzt kommen die Wölfe. Mach ich mir wieder ins Höschen. Kommen die Sprung oder kommen die unten durch? Wer getroffen? Uiuiui. Wer ist gekommen? Thank you.
voll in den Sack. Das war's? Und woher wissen wir, dass das war? Los. Wo kommen die denn auf einmal hin? Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Richtig. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Ja, der hat nämlich Schiss. Du bist okay? Ja, ich muss mich nochmal kurz ausruhen. Das ist der Erste, der stirbt. Jetzt gehen sie da wieder hoch. Hä? Gehen sie wieder da ans Feuer? Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Warum will er sich jetzt umsehen? Ich denke, die wollten jetzt zusammen zu dem Typen da gehen. So, der kommt nicht wieder. Nicht so schlimm. So. Das ist jetzt ein anderer Lagerplatz, ne? Und da haben wir was Gelbes. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Jo. Sonnenkönigin Himiko. Und wir haben es gefunden. Er ist ja in die Richtung, ne? Wir sollen jetzt auch da in die Richtung gehen, anscheinend. Das Ding hier könnten wir anzünden. Das einfach gucken, was passiert. Aha. Ich wollte das löschen. Löschen geht jetzt nicht. So, und jetzt können wir das bergen. Bergungsgut. Sammeln die Bergungsgut um im Atzat. Basislager, was? War zu schnell. Haben wir denn hier eigentlich ein Inventar oder sowas? Oh, Pfeile. Ganz wichtig. 3 plus 1. Das hier? Axt nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabile Axt erforderlich. Nehmen Sie Bergungsgut. Okay. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Huch. Ach, wir sind voll mit... Welchen Hügel? Drücken Sie... Oh.
Oh oh, wir sind tot. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Alles frei, Lara, komm rauf! Welchen Hügel eigentlich? Da hinten. Das ist hier das Tor? Ist das Tor? What? Neues Lager entdeckt. Faszinierend. Die sind fasziniert. Krasser Scheiß. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Muss ich was drücken? Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Genau, du begibst dich bloß nicht in Gefahr. So, wir sollen jetzt was Nützliches suchen. Dann tun wir das mal.